ThyssenKrupp Stihl hat angekündigt, 11.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Sie sind heute als Oberbürgermeister sehr spontan zu einer Kundgebung hier vors Werkstor in Dortmund gekommen und haben auch mit Mitarbeitenden gesprochen. Was haben die Ihnen gesagt? Ja, die haben ihren Unmut sehr deutlich gemacht. Hier sind ja auch alle ganz spontan hier vors Tor gezogen. Gestern kam die Nachricht. Die Betriebsräte haben aus den Sitzungen berichtet, haben deutlich gemacht, dass dieser Vorstand im Grunde Unmögliches fordert, auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließt. Und deswegen sind alle sehr besorgt, auch sauer darüber, was im letzten halben Jahr hier alles gelaufen ist, weil das war ja scheibchenweise angekündigt und man tat immer so, als sei es halb so wild. Und jetzt liegen die Fakten, die schlechten Fakten eben voll auf dem Tisch. Und deswegen ist die Empörung zu Recht völlig groß. Inwieweit ist der Stahlstandort hier in Dortmund von diesen Stellenstreichungen betroffen? Wissen Sie da Näheres? Nichts Genaues weiß man nicht, weil die Überschriften, wie die das heute genannt haben, sind noch sehr global. Aber man kann es sich in etwa vorstellen, wenn gesagt wird, dass in der Verwaltung gespart werden muss und hier um bis zu 600 Leute in der Verwaltung arbeiten und die Sparpläne pauschal sind, dann wird es auch hier Menschen treffen. Auch in den Bereichen, die outgesourced werden sollen, gibt es hier welche. Deswegen sind von den 1.500 Arbeitsplätzen schon einige stark bedroht. Deswegen, hier ist allen klar, das bleibt nicht in Duisburg oder in Bochum hängen, sondern das hat was mit Dortmund zu tun. Deswegen waren sie auch alle da. Inwieweit kann denn die Stadt Dortmund hier unterstützen? Wir sind erstmal an der Seite. Wir sagen, wir helfen euch bei allem, was wir können. Aber wir haben natürlich keinen Zugriff auf die Unternehmensleitung. Wir können sprechen mit Politik und all denen, die drumherum sind. Aber hier ist auch nochmal sehr deutlich geworden, wir haben es mit Managern zu tun, die auch Fehler begangen haben. Der jetzige Vorstand ist erst kurz dabei, aber die Vorstände davor haben Investitionen getätigt, die alle nicht funktioniert haben, die richtig Geld gekostet haben. Und jetzt sollen es die Mitarbeiter ausbaden. Aber das Schöne ist, wir haben Mitbestimmung. Wir haben Betriebsräte, wir haben Mitarbeiter im Aufsichtsrat, die kämpfen. Und dabei können wir helfen, auch Argumente zusammenzusammeln, auch deutlich machen, was der Standort leisten kann und deutlich machen, hier stehen wir zusammen. Das hilft. Was haben Sie sich persönlich vorgenommen als Oberbürgermeister? Wie werden Sie helfen in den nächsten Wochen? Wie wir das bei anderen Themen auch gemacht haben, wie etwa bei Karstadt. Wir werden alle unsere Netzwerke, alle unsere Verbindungen bis hin nach Berlin und auch nach Brüssel nutzen, um deutlich zu machen, ihr müsst helfen. Ihr könnt es nicht geschehen lassen, dass Stahlproduktion ist Grundstoffproduktion in Deutschland. Das heißt, Basis von Industrie, die brauchen wir für viele, viele andere Produkte, Autos, Sicherheit, alles das brauchen wir. Deswegen muss Stahlproduktion in Deutschland bleiben. Also eine kernpolitische Frage. Ganz herzlichen Dank.